Jo, YouTube. Ich bin Michael am Start. Und wir reden heute über ein wichtiges Thema, ja? Wir reden heute über unsere Eltern. So, wir gehen mal direkt rein in das Thema einfach. Liebt ihr eure Eltern überhaupt? Seid ihr euch wirklich bewusst, dass ihr eure Eltern liebt so? Erkennt ihr, was eure Eltern für euch machen? Ich weiß nicht, wie eure Eltern sind. Natürlich, es gibt auch schlechte Eltern, die sich nicht um ihre Kinder kümmern. Die die Kinder einfach links liegen lassen. Ich hoffe, das ist nicht bei euch der Fall. Ich hoffe, ihr habt liebende Eltern, die alles geben, sodass ihr das bestmögliche Leben überhaupt lebt. Und wenn ihr solche Eltern habt, dann würde mich echt interessieren, ob ihr eure Eltern wirklich liebt. Liebt ihr eure Eltern wirklich oder sagt ihr nur, ich liebe sie, weil das Pflicht ist? Respektiert ihr, sag ich mal, wie soll ich sagen, die harte Arbeit, den Verlust, den Schmerz, sag ich mal, die eure Eltern, sag ich mal, in euch hineintun? So, ihr müsst berücksichtigen, unsere Eltern geben enorm viel, jedenfalls meine Eltern. Ich hoffe, es ist auch bei euch so. Sie opfern ihr Leben, ihre Existenz, ihr Dasein, damit wir gut leben. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist so ein alltägliches Thema, über das man nicht nachdenkt. Aber wir sind ultimativ genug und denken drüber nach. Ne? Unsere Mütter geben alles für uns. Gehen arbeiten, schuften. Ne? Opfern ihre Zeit, damit wir kleinen Pisser, gut leben können in dieser Welt. Ne? Unsere Väter ziehen durch, hoffentlich. Ziehen durch, sorgen dafür, dass wir auch versorgt sind. Damit wir kleinen Pisser leben können. So. Und ich denke, solche kleinen Opfer sind uns zu selten bewusst. Einige von uns hassen bestimmt ihre Eltern, weil die irgendwie Faxen machen oder weil die, ja, einen nicht verstehen oder sonstiges. Und das ist nicht gut. So, wie gesagt, ich kenne eure Eltern nicht. Ich weiß nicht, was eure Eltern euch angetan haben. Ich hoffe nichts Negatives. Ja. Natürlich, Eltern sind anstrengend und Eltern verstehen ja nicht genau. Und natürlich ist es normal, auch Streitereien zu haben. Aber es ist auch wichtig, immer zu realisieren, dass ihr ohne eure Eltern eigentlich gar nichts seid. Ne? Liebt eure Eltern wirklich und erkennt, wie viel Fleiß eigentlich eure Eltern in euch hineingetan haben. Das ist eine traurige Tatsache, aber bald sind unsere Eltern weg. So. Wenn alles gut läuft, sterben unsere Eltern früher als wir. So, das ist auch das Beste für unsere Eltern. Kein Elternteil will sehen, dass das Kind früher geht. Und deshalb, finde ich, sollten wir immer zurückgeben. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Auch wenn es nur ein bisschen ist. Immer ein bisschen was zurückgeben. Ja, eure Eltern haben richtig gestruggelt, damit ihr überhaupt leben könnt. Und ich finde, es ist nur fair, dass, wenn wir etwas geschafft haben, erfolgreich sind, egal was es ist, dass wir was zurückgeben. Den Urlaub spendieren, den irgendwas Schönes spendieren. Oder einfach ihnen Zeit spendieren, einfach mit ihnen abhängt, da ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich denke, sehr gute Eltern sind Menschen, vor denen man enorm Respekt haben sollte. Man redet zu wenig drüber. Man redet nur über die Stars im Internet, über die Stars, ne, in Sportarten. Aber eigentlich haben wir auch richtige Stars zu Hause, ja. Die ihren Arsch wirklich aufreißen für uns, damit wir überhaupt existieren können, damit wir überhaupt leben können, damit wir überhaupt sein können. Ne? Die jeden Tag an uns denken und die versuchen einfach, das Beste zu machen. Natürlich, es gibt Schreitereien und unsere Eltern verstehen uns nicht immer. Ne? Zum Beispiel ich gehe jetzt nicht den traditionellen Weg, ich möchte im Internet erfolgreich werden und so weiter. Und natürlich, ne, es ist für Eltern immer schwierig, ne, weil Eltern wollen immer den normalen Basic-Weg, den sicheren Weg, ne, Studium und so weiter. Und das verstehe ich auch, ne, aber man muss am Ende des Tages auch das tun, was man tun will. Wenn ich erfolgreich bin, wenn ich das, was ich vorhabe, auch geschafft habe, gebe ich zurück. Ich gebe alles zurück. Ja. Ich entschädige quasi all die ganze harte Arbeit und all die ganzen Verluste, die sie machen mussten wegen mir. Und das gebe ich alles zurück. Sorgt dafür, dass sie wirklich ein Königsleben leben können. Ihre letzten Tage wirklich in Frieden leben können. Wisst ihr, was ich meine? Und ich hoffe, dass ihr auch so ein Mindset habt. Ich hoffe, dass ihr auch erkennt, dass eure Eltern sehr wichtig sind. Und dass ihr ohne eure Eltern wirklich nichts seid. Aber wenn ihr das realisiert habt, dann werdet ihr eure Eltern wirklich lieben, ja.
hier in dem Sinne nur ein kleiner Reminder, weil niemand redet über Eltern, niemand redet über die Stars zu Hause. Aber das sind auf jeden Fall sehr, sehr krasse Vorbilder. Vor allen Dingen, wenn ihr Eltern habt, die durchziehen, hart arbeiten und so weiter. Ich hoffe wirklich, ihr habt gute Eltern. Es gibt auch schlechte Eltern, das gibt's auch. Und für all die Leute, die Probleme mit Eltern haben, Stress haben mit Eltern, tut es mir echt leid, dass ihr niemals erfahren konntet, wie gute Eltern sind. Aber egal, Mann. Leben geht weiter, wir müssen weiter nach vorne gehen. Es ist immer so. Jo. Ja, Mann. Das war so ein kleines Video, so ein kleiner Reminder, dass man unsere Eltern wirklich respektieren sollte, wirklich lieben sollte. Und ja, Mann. Seid so ultimativ wie der Ute Michel. Und habt Respekt vor euren Eltern, ja. Bald sind sie weg. Bald sind sie weg und sie geben echt alles für euch.